Bei Orpheus, besonders im dritten Teil, geht es um die Auferstehung. Und das beschäftigt mich dann auch beim Tanzen. Wir fallen hin, wir stehen wieder auf. Wir haben kleine Tode zu sterben, auch in unserem Leben. Und da heißt es immer wieder, aufstehen, weitergehen. Lana, mach mal weiter bitte, das ist ganz toll. Wenn wir am Schluss das Atmen von Svetlana aufnehmen könnten und alle dieses gemeinsame Atemgeräusch kommen könnten. Wir gehen ja sowieso noch zur Schule und in der Schule macht man ja sowieso viel über diese alten Themen, über griechische Mythen und ja, und außerdem ist es so, dass wir der Meinung sind, dass es zwar ein alter Mythos ist, aber das Thema an sich immer noch für uns und für Menschen in aller Zeit immer gültig sein kann. Ich liebe diese mystische Liebesgeschichte zwischen Orpheus und Eurydike und das als Tanz- und Performance-Oratorium hier aufzuführen in drei Stücken, finde ich ganz grandios. Ich finde, das ist eine psychologische Entwicklung, eine Selbstfindung und deswegen mache ich das für mich. Mielenkiintoisinta Orpheus-projektissa minulle on löytää uutta ja erilaista liikemateriaalia ja liikekieltä, mitä en normaalipäivänä koulussa pääse kokemaan. Ja nähdä myös, miten eri ikäiset ja eri taustaiset ihmiset liikkuvat. Ich bin hier unheimlich gerne. Das sind lauter fantastische Leute aus unterschiedlichsten Bereichen und das fügt sich super zusammen. I want to be part of Orpheus because it is a great opportunity for me to grow as an individual. I like to work with these people because I get to give my ideas and also explore myself through the movements. Ich liebe es, mit Amateuren zu arbeiten, mit ungeformten tänzerischen Körpern, die man dann entsprechend künstlerisch fokussiert. Die gemeinsam atmen, die gemeinsam. Ah, diese Atemgeschichte finde ich sehr schön. Martinskirche Kassel, Ostersonntag, 20 Uhr.